liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, Tag 2 in Leogang. Ich war noch nicht draußen auf dem Balkon, deswegen gehen wir jetzt zusammen. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich euch mitnehmen kann, euch sagen kann, wie kalt es heute ist. Was ich aber schon sehen kann, es hat nicht geschneit, das ist eine gute Sache. Aber kalt ist schon. Aber ihr seht, guck mal. Ist oben auf jeden Fall wieder gut neblig, sieht ein bisschen aus wie gestern, aber es fühlt sich nicht so kalt an, oder ich habe mich schon dran gewöhnt, wer weiß. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken und dann werden wir irgendwo hoch auf den Berg fahren und erstmal die Lage einfach so ein bisschen checken. Ja, und aber erstmal checken wir das Frühstück ab. Was geht ab, Leute? Wir sitzen schon im Lift nach oben. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir bis zur Mittelstation nur fahren können oder noch höher. Ich sehe schon hier unten die ganzen Lines. Das kenne ich halt von Videos. Das ist schon verdammt steile Dinger hier. Ich weiß jetzt, was der Thomas meinte mit Leogang ist schon eine wilde Nummer. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich jetzt schon aufs Fahrradfahren. Einige sind hier schon am Fahren. Gut, wir fahren jetzt mal hoch. Dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Unten auf dem unteren Teil sind die meisten Strecken echt, sehen echt gut aus. Was mir aufgefallen ist, es gibt einfach kaum Videos, wo einfach gezeigt wird, wie das alles funktioniert hier in Leogang. Wir haben jetzt besonders Glück, wir haben so ein Ticket vom Hotel. Ich kann zweimal am Tag kostenlos hier hochfahren. Brauche dann eigentlich, glaube ich, nicht mal ein Bikepack-Ticket. Ich werde mir trotzdem eins holen, weil ich ja ein paar Mal öfter fahren will. Ja, und jetzt fängt jetzt hier gleich, ist die Schneefallgrenze. Ja. Aber unten die Strecken sehen eigentlich befahrbar und machbar aus. Da sind natürlich heftige Dinger drin, wie man das einfach vom Bikepark Leogang auch kennt. So, Leute, ich komme gerade von der Mittelstation und ihr könnt entweder sitzen bleiben oder aussteigen und von dort aus fahren. Wir sind jetzt sitzen geblieben und fahren jetzt weiter hoch zur Bergstation. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass hier jetzt schon so viel Schnee liegt. Und jetzt erklärt sich natürlich auch, warum hier viele Lines einfach überhaupt nicht befahrbar sind. Und ja, man sieht jetzt hier ganz viele Sachen aus Videos. Hier an dem Video, dieser See hier, erinnert mich an das Video, ich glaube von Marc Diekmann war es, wo er da irgendwie reingejumpt ist oder so. Keine Ahnung mehr. Ja, wir fahren mal weiter hoch. Es geht immer höher. Die Sicht ist mittelmäßig. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das oben alles aussieht. Leute, die Hoffnung schwindet. vielleicht muss ich Skifahren statt Fahrrad fahren. Also die Lines hier oben nach Mittelstation könnt ihr komplett knicken. Hier liegt so viel Schnee. Ich kenne das Ganze ja nur aus Videos und Hangman 2, die ich eigentlich voll gerne gefahren wäre. Da ist so viel Schnee, keine Chance einfach. Selbst wenn es erlaubt wäre und offen wäre, könnte man das nicht fahren. Der Weg hier hoch, unglaublich lang, also echt krass lang dauert es. Bis zur Mittelstation geht eigentlich klar, so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Willingen in die Richtung, aber hier ganz hoch. Und wie krass lang müssen die Abfahrten sein, wenn hier alles offen hat. Echt crazy. Ich weiß nicht, was er hier macht. Leute, wir kommen einfach einsame Ponys den Berg runter. Nicht hinter das Pferd. Laufen einfach einsam und verlassen. Hier sind ein paar Ponys lang. Okay. Ja, wir laufen übrigens jetzt mal zum großen A-Sitz. Checken das mal da oben ab. Ganz entspannt, ne? Ich hoffe, es hört gleich mal auf zu schneien. Ich will morgen Fahrrad fahren, ne?
zum Thema Organisation. Ihr fahrt einfach hoch, dann ist eigentlich fast alles ausgeschildert hier oben. Es gibt auch noch verschiedene Trails. Ich glaube, die haben gar nicht so viel zu tun mit den Trails unten. Und es gibt halt verschiedene Schwierigkeitsstufen, ne? Von S0 bis S4, glaube ich. Das ist dann immer, wird immer schwieriger. Und ja, also eigentlich nicht so schwer, sich oben zurechtzufinden. Auf der Mittelstation, jetzt mit den gesperrten Lines und so, werden wir morgen wahrscheinlich sehen, wie kompliziert das ist. Zum großen A-Sitz ist natürlich verboten mit dem Rad. Es sind auch noch gar nicht so viele Leute hier hochgegangen. Und ich hier mit meinen Adidas Ultra Boost am Start. Ja, geil. Richtig gut. Egal, wir ziehen es einfach durch. Gucken wir, wo wir ankommen. Leute, habe ich mir angetan mit der Wanderung. Da oben ist der große A-Sitz. Da müssen wir jetzt noch hoch. Laut dem Schild 15 Minuten. Da ist die 8er A-Sitz-Gipfelbahn. Wir sind jetzt auf 1874 Meter. Ich habe schon die Schnauze voll, Leute. Ab, Leute, meine Hände sind zu kalt, ich kann nicht mehr die andere Kamera benutzen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück nach unten. Es ist nämlich arschkalt hier oben. Und ich bin gerade echt dankbar, dass ich die kleine Kamera hier mit habe, die ich einfach immer aus der Hosentasche rausholen kann. Ich glaube allerdings, der Abstieg wird schlimmer als der Aufstieg, weil ich einfach null Profil habe unter den Schuhen. Aber wir werden sehen. Wir haben es geschafft. Ich steige jetzt gleich wieder um auf die andere Kamera auch, weil hier ist jetzt kein Schnee mehr. Mittelstation, so gefällt mir schon viel besser. So Leute, es gibt richtig gute Nachrichten. Es gibt doch ein paar schöne Lines. Und zwar hat der Tan, This is Tan auf Instagram, kennt ihr wahrscheinlich eh alle. Der ist ja viel bekannter als ich, glaube ich. Ja, sich bereit erklärt, der ist nämlich zufällig auch hier, mich morgen mitzunehmen. Und deswegen werde ich morgen mit ihm zusammen hier ein paar Strecken fahren. Ich glaube, Justin hieß sein Freund, ne? Mhm. Und Justin ist auch noch dabei. Und ja, wir checken jetzt mal die Flying Gangster ab. Laufen jetzt neben der runter, weil wir haben keine Lift-Tickets mehr. Und müssen jetzt so improvisieren sozusagen. Aber mega cool. Tan, falls du das siehst, schon mal danke im Voraus. Ich bin echt happy, dass ich morgen nicht ganz alleine hier fahren muss. Und yes, auch langsam kommt die Sonne raus. Es geht voran. Also es gibt, die sind schon ein bisschen kicky, die ganzen Dinger hier und auch allgemein sehr, sehr steil alles. Also ich bin gespannt. Das Gute ist, dass das, die Walls hier zumindest ein bisschen in der Sonne liegen. Aber man sieht, die Strecke ist schon arg matschig ein bisschen. Wie sieht das Ganze hier aus? Also allgemein kommen mir die Lines hier krass steil vor. Alles ist steil. Der Tan sagte auch, es ist alles schnell, du fährst automatisch hier viel schneller als sonst wo. Und er sagte auch, wenn man das hier hinter sich hat, dann ist Willingen und Winterberg alles eine andere Nummer. Also dass man auf jeden Fall hier viel, viel Progress machen kann. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin definitiv nervös, trotzdem aber auch irgendwie total gespannt, wie das Ganze so wird. So ihr Lieben, wir sind jetzt glaube ich bald im Tal. Hier sind die berühmten Sharkfins, die ihr kennt schon. Und gerade oben ist ein Junge genau an dem gleichen
Table gestürzt. Wie, ich weiß gar nicht, wie er heißt, von den Trailwürfeln das Video. Habt ihr bestimmt gesehen. Also der Table scheint echt tricky zu sein. Da werde ich morgen so hart vorab bremsen, bevor ich da drüber rolle. Junge, jetzt sind ja schon ordentliche Walls hier, ne? Muss ich sagen. Schon dick, die Dinger. Ja, ich bin richtig krass gespannt, Leute. Ja, wir werden weiter runterlaufen und dann machen wir uns heute einen mega entspannten noch im Hotel, kaufen uns was zu essen, gleich beim Supermarkt, wenn wir endlich im Tal sind. Und ja, dann war es das für Tag Nummer 2. Morgen geht es dann tatsächlich los zum Biken. Ich bin so happy, dass ich mit dir Leuten zusammenfahren kann. Mega cool. Und ich werde es ganz entspannt angehen lassen. Saisonende plus Urlaub, da muss man sich nicht verletzen, kein Risiko eingehen. Für mich geht es in diesem Urlaub wirklich nur darum, das Ganze hier so ein bisschen kennenzulernen, die Strecken ein bisschen kennenzulernen, nochmal im Bikepark Leogang einfach zu sein. Das ist so richtig crazy, ich kann es irgendwie gar nicht richtig glauben. Ja, wir müssen ja mal gucken, wenn mal jemand fährt. Fahren nämlich nicht so oft Leute runter. Ja, es ist auf jeden Fall richtig komisch für mich, irgendwie hier zu sein. Man kennt das ja alles nur aus Videos und so und dann sieht man das in real. Das ist vom Feeling irgendwie doch nochmal was anderes als Winterberg. Und ich kann es schon kaum erwarten, wenn wir im Sommer wiederkommen, obwohl ich noch gar nicht gefahren bin. Vielleicht gefällt es mir auch alles gar nicht, wer weiß. Vielleicht sage ich nach einer Abfahrt, der Hangman und der Flying Gangster, das ist so gar nicht meins. Aber wir werden sehen. Meld mich morgen bei euch. Abonnieren nicht vergessen. Wisst Bescheid, falls ihr das noch nicht erledigt habt. Glocke aktivieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Direkt am Start seid. Immer 19 Uhr neues Video. So wie an den normalen Upload-Tagen auch. Aber jetzt 3-4 Tage, vielleicht 5, je nachdem wie viele Videos es werden. Am Stück, daily. Content. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute, wann auch immer ihr das Video schaut. Bis morgen.